Freuen Sie sich heute schon auf den Abend, auf die Show? Ja, Sam, wir sind jetzt das dritte Mal hier. Ja, ne? Dreier hintereinander. Das ist ja schon was Tolles und ganz besonders auch für Schweinfurt, oder? Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Ich finde das bemerkenswert, dass wir so eine Veranstaltung hier haben. Schon lange geplant. Ich glaube, seit Januar haben wir die Karten. Sind wir jetzt neugierig, was heute mit den Traumreisen auf uns zukommt. Letztendlich sind es die Acts, die einzelnen Acts, aber auch die gesamte Inszenierung. Das ist diese multimediale Bespielung der Wall und die Qualität der Künstler und die Internationalität der Künstler. Das ist für mich das ganz Besondere, dass wir Künstler auch aus China, aus der Mongolei, aus allen Ländern der Welt haben. Künstler aus den verschiedenen Ländern. Also, da bin ich sehr gespannt drauf. Mein Mann war schon jetzt vor 2-3 Tagen, war doch auch schon veranstaltet. Und er war ganz begeistert. Und hat gesagt, er hat sich kaputt gelacht. Es war ganz toll. Und wir sind heute ja nochmal da. Also, weil es richtig schön ist. Und da freuen wir uns auch drauf. Fantastischer Abend, ich habe völlig alles andere vergessen und eintauchen in eine ganz andere Welt und man möchte am liebsten gar nicht mehr auftauchen. Ich fand es großartig, ich bin heute Abend hierher gekommen, ohne dass ich irgendetwas wusste. Größten Respekt an Dirk Denzer und sein Team. Man merkt, wie sehr er mit Leidenschaft und Hingabe an diesem Projekt arbeitet. Großartige Künstler, großartig, wie er die Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt. Großartig, wie er ein ausverkauftes Haus auf die Beine stellt. Und ich hoffe sehr, dass viele, viele Festivals folgen. Ich hoffe sehr, dass viele, viele Menschen kommen werden und Dirk Denzer unterstützen werden und sein Team. Herzlichen Dank, ein großartiger Abend und viel Glück für die Zukunft. It's not a cry that you hear at night.